Awesome. Fantastisch. Well, so good to Schön, Sie alle all. Zu sehen. And, what a great, Was für eine tolle Zeit heute. Why don't you grab a hand? Nehmen Sie sich bitte an den Händen. Wir werden ein Date bekommen und beten. Nehmen Sie sich an den Händen. Heiliger Geist, danke für das, was du heute in der Gemeinde tust, hier und überall auf der Welt. Herr, wir beten um deinen Segen. Wir beten für Verbindung. Verbindung. Wir beten für Verbindung. Und wir beten für Verbindung mit dir, Heiliger Geist, und miteinander. Und segne den Prediger. Amen. Amen. Danke. Ich habe gerade ein Exemplar von meinem neuen Buch erhalten. Es wird nächste Woche erscheinen, aber ich dachte einfach, ich teile das. Es heißt Aufbegehren, die epische Schlacht um die vaterloseste Generation der Geschichte. Das ist also das Buch. Gefällt es Ihnen? Wie vielen gefällt es? Sehen Sie, wie viele Bücher wir verkaufen werden. So gut. Ich möchte heute über Rechtfertigung sprechen. Und ich habe tatsächlich einen Titel für meine Predigt. Nimm ein Handtuch. Wissen Sie, als wir vor vielen Jahren zum ersten Mal hierher kamen, als Bill zum ersten Mal hierher kam, verließen 1000 Leute die Gemeinde. Ich erzähle es gerne so, dass sie zurückkamen, als ich kam. Bill erzählt die Geschichte völlig anders. Nein, im Ernst. Viele Leute gingen, als die Erneuerung kam, als Bill hierher kam. Das waren sehr herausfordernde Zeiten. Wenn so viele Leute gehen, ist es schwer, die Mitarbeiter zu finanzieren und all die Dinge, die damit zusammenhängen. Und wir befanden uns mitten in der Erneuerung, wobei ich den Eindruck habe, dass diese Erneuerung in unserer Bewegung immer noch im Gang ist. So viele Menschen wurden berührt, verändert. Meine Frau kam jede Woche betrunken im Heiligen Geist nach Hause, was gut war, nur dass es irgendwie unsere Football-Saison ruiniert hat. Sie kochte immer für uns alle, wenn Football lief. Alle kamen zu uns nach Hause und jetzt lag sie auf dem Boden. In der Herrlichkeit. Während wir McDonald's Hamburger gegessen haben. Die Erneuerung hatte also auch Nachteile. Aber wir waren wirklich in dieser wunderschönen Zeitphase und lernten einfach und wuchsen. Und ich möchte sagen, dass es schön, aber hart war. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es war, aber vermutlich irgendwann um das 7., 8., 9., 10. Jahr herum, etwas passierte. Ich glaube nicht, dass es über Nacht passiert ist. Ich denke, es war vielmehr so, dass die Beobachtung unmittelbar erfolgte, aber ich denke, dass es sich über einen längeren Zeitraum abspielte. Aber die Menschen kamen einfach von überall her. Unsere Bibelschule verdoppelte sich noch einmal und noch einmal und unsere Gottesdienste waren voll und wir gingen zu 2 Gottesdiensten über und dann zu 3 und dann zu 4 und ziemlich bald waren wir bei 9 Gottesdiensten am Wochenende, alle von ihnen voll und versuchten immer noch Gebäude zu finden, um die Leute unterzubringen. Wir mieteten das Civic Auditorium für unsere Bibelschule, weil unsere Schule wuchs und wuchs. Es ist und es war und ist wunderschön. Um diese 10-Jahres-Marke herum hatte ich den Eindruck, dass der Herr mir dieses Wort gab. Ich werde es Ihnen vorlesen. Er sagte zu mir, ihr habt den Test des Opfers bestanden, aber jetzt werdet ihr mit dem größten Test von allen getestet werden, dem Test der Gunst. Und er sagte, schützt eure Unschuld. Ich werde es Ihnen nochmal vorlesen. Er sagte, ihr habt den Test des Opfers bestanden, aber jetzt werdet ihr mit dem größten Test von allen getestet werden, dem Test der Gunst. Und er sagte, schützt eure Unschuld. In dieser entscheidenden Phase stachen einige Schriftstellen hervor, insbesondere diese hier. Sprüche 27, Vers 21. Ich werde sie Ihnen aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold und ein Mann wird beurteilt nach seinem Ruf. Mir gefällt die Übersetzung der Neues Leben Bibel. Die Reinheit von Gold und Silber wird im Feuer geprüft. Doch ein Mensch wird auf die Probe gestellt, wenn er gelobt wird. Abraham Lincoln sagte Folgendes: Fast alle Männer können Widrigkeiten ertragen. Aber wenn Sie den Charakter eines Mannes testen möchten, geben Sie ihm Macht. Ich hatte den Eindruck, dass wir in diese Jahre eingetreten sind und ich glaube, dass wir uns in diesen Jahren des Tests der Gunst befinden, in denen der Herr seinen Geist ausgegossen hat,
Wir haben die Wolke der Herrlichkeit gehabt. Wir nannten sie die Wolke der Herrlichkeit. Der Herr tauchte einfach wortwörtlich auf. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen sie tatsächlich mit eigenen Augen sehen durfte. Aber wortwörtlich Wolken von, ich weiß nicht, wie Sie es bezeichnen würden. Es sah aus wie, ich weiß es selbst nicht. Ich war dreimal hier. Die ersten drei oder vier Mal, als die Wolke der Herrlichkeit auftauchte, war ich unterwegs. Und ich fing an, mich zu fragen, wieso taucht sie nur auf, wenn ich verreist bin? Es fühlt sich wirklich an, das hilft meinem Selbstwertgefühl in keiner Weise. Sie sagten, die Wolke der Herrlichkeit ist wieder aufgetaucht. Ich sagte, oh, wenn ich hier bin, kommt sie nicht. Und dann, wenn ich gehe, kommt sie. Aber dankbarerweise tauchte sie ein paar Monate später auf. Und ich sagte, seht ihr? Seht ihr? Aber ich habe den Eindruck, dass wir in dieser Zeitphase des Testens mit Gunst gewesen sind. Wenn Sie bitte mit mir Johannes Kapitel 13 aufschlagen würden, ich möchte über die Zeitphase der Rechtfertigung sprechen und ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Also Johannes Kapitel 13, wir werden mit Vers 1 beginnen. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus. Der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte den, der ihn überlieferte. Und dann sagt er in Vers 13, ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Bevor ich darauf eingehe, werden wir Philipper Kapitel 2 lesen. Und dann möchte ich das kommentieren. Philipper Kapitel 2, wir beginnen mit Vers 3. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich möchte die Geschichte einfach nochmal erzählen und sehen, ob Sie diese strategische Demut in Jesu Leben entdecken können. Jesus ist bewusst geworden, dass Judas soeben die Versuchung angenommen hatte, wenn Sie so wollen, Christus zu verraten. Und im nächsten Kapitel sehen wir, wie Judas, ich meine Satan, tatsächlich in Judas fährt. Judas steht kurz davor, Jesus zu verraten. Er steht kurz davor, Jesus an Pilatus auszuliefern, damit er gekreuzigt wird. Es heißt, und als Jesus hörte, dass Satan Judas überzeugt hatte, ihn zu verraten, nahm er ein Handtuch. Und er ging in die Knie. Und er sagte zu Petrus, wie viele wissen, Fußwaschen war bei den Juden eine Tradition. Sie verstanden Fußwaschen.
Jesus nimmt also ein Handtuch, legt es über seinen Arm, so stelle ich es mir zumindest vor, und beginnt, die Füße der Jünger zu waschen. Und Petrus sagt, nie und nimmer wirst du meine Füße waschen. Und Jesus sagt, du weißt nicht, was ich mit dir tue. Ich weiß, was du tust, du wäschst meine Füße. Nein, nein, du weißt nicht, was ich tue. Siehst du, was ich gerade tue, ist den Feind zu besiegen. Die amerikanische Footballmannschaft Steelers spricht von dem gefürchteten Handtuch. Der Teufel hat gewaltige Angst vor dem Handtuch. Die Bibel sagt, dass als der Teufel seinen strategischen Zug machte, Judas zu übernehmen und Christus ans Kreuz zu bringen, Jesus sich erniedrigte, selbst bis zum Tod am Kreuz. Und weil er das tat, hat Gott ihn hoch erhoben. Weil er das Handtuch nahm und sich selbst demütigte. Ein paar Stunden später wird Petrus das Schwert nehmen und Christus verteidigen. Und Jesus sagt, was machst du da? Petrus musste Christus erst dreimal verleugnen, um herauszufinden, dass das Handtuch mächtiger ist als das Schwert. Was machst du da, Petrus? Was ich hier gerade tue, ist, ich rufe nach den Engeln des Himmels, weil ich mich gekniet habe, als der Teufel sich selbst erhoben hat. Jesus machte den strategischen Zug, den ganzen Weg nach unten zur Spitze zu gehen. Gott hatte einen Plan für Mose. Sie haben den Film vermutlich gesehen. Und Mose weiß, dass er von dem Gott berufen wurde, den er noch nicht kennt. Mose weiß, dass er eine Berufung auf seinem Leben hat. Er kennt den Gott nicht, der ihn berufen hat, aber er weiß aus Instinkt, aus göttlichem Instinkt, dass er berufen ist, Gottes Volk zu befreien. Seine Mutter hat ihn in einen Korb gelegt, sie kennen die Geschichte, ließ ihn in den Nil heruntertreiben, die Prinzessin rettet ihn, er wird im Haus des Pharao großgezogen und er weiß, dass Gottes Berufung auf seinem Leben ist. Also tötet er einen Ägypter, versucht einen Streit zwischen seinen Brüdern zu schlichten und seine Brüder fragen, was machst du da? Und er endet 40 Jahre lang in der Wüste. Wie viele verstehen, als Mose dachte, er könnte, konnte er es nicht. Und als er schließlich an den Punkt gelangte, an dem er realisierte, dass er es nicht konnte, war er soweit. Josef hat einen Traum davon, das Oberhaupt einer Nation zu sein. Der Anführer einer Nation. Erinnern Sie sich an die Geschichte? Er geht hin und erzählt seinen Brüdern, die ihn bereits hassen. Hey, ich hatte letzte Nacht einen Traum. Ihr müsst davon hören. Ja, ihr alle habt euch vor mir verneigt. Und seine Brüder hassen ihn noch mehr. Am nächsten Tag geht er hin und sagt, ich hatte noch einen Traum. Mama, Papa, ihr habt euch auch vor mir verneigt. Josef ist berufen, die erste Erfüllung einer Verheißung zu sein, die seinem Großvater Abraham gegeben wurde. Erinnern Sie sich? Abraham hatte eine Begegnung mit Gott, in der Gott zu ihm sagte, du wirst der Vater vieler Nationen sein. Josef war die erste Person in der Geschichte Israels, der tatsächlich praktisch der Vater einer Nation war. Er erhielt einen bunten Leibrock. Warum war er bunt? Weil er eine prophetische Deklaration war, bunt, dass er der Vater von Nationen sein würde. Seine Brüder verstehen nicht einmal, was vor sich geht. Sie hassen Josef. Sie werfen ihn in eine Grube und verkaufen ihn in die Sklaverei. Aber was sie nicht verstehen, als sie ihm seinen bunten Leibrock wegnehmen, weil sie eifersüchtig auf ihn sind, tatsächlich wurden sie, als ihr Vater ihm einen bunten Leibrock machte, nur noch eifersüchtiger. Also nahmen sie den Leibrock, tauchten ihn in Blut und schickten ihn zu ihrem Vater mit der Botschaft, Josef wurde von Tieren gefressen. Aber was sie nicht realisieren ist, dass als sie diesen Leibrock in Blut getaucht haben, sie ihn in das Blut Jesu getauft haben. Und sie nahmen diesen bunten Leibrock, diese prophetische Deklaration über Abraham, die von Isaak getragen wurde und dann von Jakob. Und jetzt ist Josef im Begriff, diese Verheißung zu manifestieren. Aber Josef hat ein Problem. Und dieses Problem heißt Arroganz. Josef hat ein Problem mit Arroganz. Also geht er von der Verheißung ins Gefängnis.
Zuerst geht er in die Sklaverei und dann ins Gefängnis. Und schließlich 14 Jahre später in die eigentliche Verheißung. Manchmal, sagen Sie bitte manchmal, manchmal steht die Tiefe und Länge unserer Prüfung in direktem Zusammenhang zu unserer Einstellung, die wir im Gefecht demonstrieren. Ich will darauf hinaus, dass wir manchmal in einer Prüfung sind und wir fragen, Herr, wie lange wird das noch dauern? Und er antwortet, wann wird sich deine Einstellung ändern? Das hat kein großes Amen bekommen. Hat es übrigens in keinem der Gottesdienste. Das hier war am schlimmsten, aber es hat es in keinem Gottesdienst bekommen. Manchmal fragen wir den Herrn, wie lange wird meine Prüfung noch dauern? Und der Herr antwortet, wann wirst du das Handtuch nehmen und das Schwert ablegen, sodass ich dich befördern kann? Weil wir oft Gottes Verheißungen wiederholen, ohne zu realisieren, dass es eine Einstellung gibt, die Gott fördert und eine Einstellung, der Gott widersteht. Verstehen Sie? Sie verstehen nicht wirklich, aber irgendwie schon, oder? Letztendlich hat Mose einen Ort der Demut gefunden und Gottes Volk befreit. Josef rettete genau die Brüder, die ihn in die Sklaverei verkauft hatten. Machen Sie sich also nicht über Leute lustig, wenn sie unten sind, weil sie sich auf direktem Kurs zur Macht befinden. Im Buch Daniel, Kapitel 4, hat Nebukadnezar einen Traum. Nebukadnezar träumt von einem gewaltigen Baum, der die Erde bedeckt. Sie wissen, wie seltsam Träume sind. Und die Vögel des Himmels kommen in Scharen zu diesem Baum. Und dann kommt im Traum ein Engel oder Wächter und fällt den Baum. 7 Zeiten vergehen und dann wächst der Baum zurück. Er erzählt Daniel den Traum. Und Daniel sagt, ich wünschte, dass er deinen Feinden gilt und nicht dir. Und der König fragt, und was? Was bedeutet das? Er sagte, du bist der Baum. Du bist ein großartiger König. Aber die Herausforderung ist, dass du nicht weißt, dass es einen König gibt, der über den Königen steht. Dass du zwar ein König bist, es aber einen König der Könige gibt, der über den Königen steht. Und bis du herausfindest, dass all dieser Wohlstand nicht von dir, sondern von ihm initiiert wird, bis du das herausfindest, wird Gott dich demütigen. Das wird 7 Jahre oder 7 Zeiten dauern. Im Jahr darauf verliert er urplötzlich den Verstand. Und wie einige der Vagabunden, die wir auf den Straßen sehen, so traurig, Selbstgespräche führend, ungekämmt, wuchs Nebukadnezars Haar wie Adlerfedern. Er war draußen bei den Tieren, murmelte vor sich hin. Er hatte völlig den Verstand verloren. Am Ende der 7 Zeiten, von denen ich annehme, dass es sich um 7 Jahre handelt, kehrte sein Verstand zu ihm zurück. Ein Teil von Nebukadnezars Tagebüchern wurde in das Buch Daniel aufgenommen. Lassen Sie mich einen Teil davon vorlesen. Daniel Kapitel 4, Vers 33. Zu derselben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und zur Ehre meines Königtums kehrten meine Herrlichkeit und mein Glanz zu mir zurück. Und meine Staatsräte und meine Gewaltigen suchten mich auf und ich wurde wieder in mein Königtum eingesetzt und außergewöhnliche Größe wurde mir hinzugefügt. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Das ist wirklich cool, weil Nebukadnezar sagt, als mein Verstand zu mir zurückkehrte, erhielt ich mehr Herrlichkeit und Glanz und die Größe meines Königreichs und Souveränität und Herrschaft. Mann, so habt ihr es noch nie zuvor gesehen. Und übrigens, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich das demütig sage. Ich sage demütig, dass ich großartig bin, weil ich jetzt weiß, was die Quelle meiner Pracht ist. Ich weiß, was die Quelle meiner Herrschaft ist. Ich weiß, was die Quelle meiner Souveränität ist. Ich bin großartig, weil er großartig ist. Ich will darauf hinaus, dass manchmal ein Zusammenbruch eine Tür zu geistlichem Erwachen ist. Ich weiß nicht, was Sie durchmachen. Sie machen vielleicht eine sehr demütigende Erfahrung durch. Aber manchmal ist Ihr Zusammenbruch tatsächlich ein Durchbruch. Manchmal denken Sie, Sie haben einen Zusammenbruch und Gott sagt, nein, nein, das ist ein Durchbruch. Sie sagen, ich habe einen Zusammenbruch, ich verliere den Verstand. Gott sagt, du bist endlich in meinem. Sie sagen, ich kann das nicht und Gott sagt, endlich, endlich.
Sie sagen, ich habe all diese Prophetien darüber, großartig zu sein, und ich kann einfach nicht mehr. Gott sagt, endlich bist du soweit. Komm, Mose. Ich will sagen, nun, ich habe es gerade gesagt. Ich wollte es gerade nochmal sagen und dachte, du wirst nur die Predigt länger machen. Ich möchte Ihnen einen Vers vorlesen, der viermal im Neuen Testament wiederholt wird. Zumindest eine Variante davon. In Jakobus 4,6 heißt es, er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. 1. Petrus 5,5 sagt fast das Gleiche. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Lukas 1,52 sagt fast das Gleiche, und Jesus zitiert es. Es gibt tatsächlich mindestens vier Formulierungen, die sich aus dieser Formulierung ableiten. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt der Gnade. Mir gefällt der Vers aus Jakobus, weil es da heißt, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ich liebe es, dass Jakobus Demut mit geistlicher Kampfführung verknüpft. Er sagt, ihr habt ein Problem mit dem Teufel? Nehmt euch ein Handtuch. Ihr habt ein Problem mit dem Teufel? Nehmt euch ein Handtuch. Manchmal sieht unsere geistliche Kampfführung eher nach Arroganz als nach Demut aus. Und ich glaube, dass der Teufel Angst vor dem furchtbaren Handtuch hat. Ich meine nicht, dass er ein Gegner der Steelers ist. Die Footballmannschaft Steelers hat etwas, das als furchtbares Handtuch bezeichnet wird. Hier ist das nicht so gut rübergekommen. Ja, wenn wir in ihrer Stadt wären, würde es sehr viel besser laufen. Stolz öffnet die Tür zu geistlicher Kampfführung in unserem Leben. Gott widersteht den Hochmütigen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Art Bild im Kopf haben, aber es ist schwer vorstellbar, dass der Gott, der am Kreuz für uns gestorben ist, uns widersteht. Jemals. Aber die Realität von Gottes überlegenem Königreich ist, dass Jesus tatsächlich den Hochmütigen widersteht, aber ihnen Gnade, ihnen Fähigkeit gibt, wenn sie demütig sind. Im Neuen Bund ist es schwer vorstellbar, dass Gott ihnen je widersteht. Aber tatsächlich sagt Gott viermal durch vier verschiedene Autoren, wenn du arrogant, wenn du hochmütig bist, widerstehe ich dir. Er widersetzt sich ihnen nicht in dem Sinne, dass er sie nicht mag oder sie nicht liebt oder sie in die Hölle gehen lässt. Er sagt, ich liebe dich zu sehr, um dich in dieser Haltung zu lassen. Es ist wirklich wichtig, dass wir einen Ort der Demut finden. Größe wird im Saatbeet der Demut gepflanzt. Sie wird durch die Taten der Dienerschaft bewässert und durch die Hände der Beharrlichkeit kultiviert, bis sie schließlich die Ernte des Königtums hervorbringt. Größe wird im Saatbeet der Demut gepflanzt. Sie wird durch die Taten der Dienerschaft bewässert, aber sie wird durch die Hände der Beharrlichkeit kultiviert, bis sie schließlich eine Ernte des Königtums hervorbringt. In 2. Chronik 7,14 finden wir diesen Vers. Die meisten von uns kennen ihn auswendig. Und mein Volk, helfen Sie mir, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Erinnern Sie sich, in den letzten Wochen haben wir darüber gesprochen, dass wir uns in einer Scharnierzeitphase befinden. Wir haben über den Kardinalvogel gesprochen und darüber, dass das Wort Kardinal von dem Wort Scharnier kommt und dass wir uns in einer Scharnierzeitphase befinden. Ich glaube, dass Gott die Tür zur Unterdrückung schließt und die Tür zur Gelegenheit öffnet. Aber was war das Scharnier für Nebukadnezar? Er demütigte sich. Was war das Scharnier für Josef? 14 Jahre des sich Demütigens. Was war das Scharnier für Mose? 40 Jahre des sich Demütigens. Was ist das Scharnier für Gott, um eine ganze Nation zu verändern? Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Sogar noch bevor er beten sagt, sagt er, beginnt mit Demut. Demut ist das Scharnier, das eine Nation verändert. Wir denken, wir bekommen den richtigen Präsidenten, den richtigen Gouverneur, den richtigen Politiker, den richtigen Prediger. Und Gott sagt, nein, nein, fangt einfach nur hier an. Hier. Ihr wollt wissen, wie eine Nation verändert wird? Fangt genau hier an. Genau hier. Der Teufel hat Angst vor dem Handtuch. Der Teufel hat Angst vor dem Handtuch. Jesus sagte, alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Wie viele wissen, die Art, wie sie vorherbestimmen können, wie sie sterben werden, ist ein Schwert zu greifen.
Sie haben das nicht verstanden. Wie auch immer. Denken Sie über eine Weile darüber nach. Not mag die Mutter der Erfindung sein, aber Demut ist der Vater der Beförderung. Not mag die Mutter der Erfindung sein, aber es ist die Demut, die der Vater der Beförderung ist. Ich liebe Elon Musk. Sie lieben Elon Musk auch, oder? Weil er vielleicht auf meinem Stream ist. Ich habe ihm zugesehen und ich glaube, dass er sich heute meinen Stream ansehen wird. Jemand wird sagen, hey Mann, dieser verrückte Prediger drüben in Redding hat heute über dich gepredigt. Ich liebe Elon Musk. Ich habe gehört, dass er die Bibel gelesen hat. Das ist großartig. Ich bete dafür, dass er eine Gottesbegegnung mit dem Herrn Jesus hat, die gleiche Gottesbewegung, die ich brauchte. Ich liebe ihn aus vielen Gründen. Ich liebe es, dass er tatsächlich denkt. Das ist einfach so erfrischend. Ich liebe seine Demut, ich liebe seine Transparenz und ich liebe, dass er ein Geschäftsmann ist, weil ich ein Geschäftsmann bin und ich mich dadurch mit ihm identifizieren kann. Ich fische nicht, ich jage nicht, ich trinke keinen Kaffee. Ich bin praktisch aus der Johnson-Familie verbannt wegen all dieser Dinge. Ich sollte vielleicht für Elon arbeiten. Wir könnten zusammen abhängen, weil wir beide Autos mögen, wissen Sie? Ich habe mir Teile seines Interviews angesehen. Neulich Abend war ich auf YouTube und da war ein einstündiges Interview mit Elon Musk. Also habe ich mir das angehört. Und wir kamen zu einem Teil des Interviews, wo der Interviewer ihn fragte, ist es wahr, dass Sie 3,5 Jahre lang auf dem Produktionsboden Ihres Fremont-Werks geschlafen haben? Und er sagte, ja, das habe ich. Er sagte, na, das muss komisch gewesen sein. Der reichste Mann der Welt schläft auf dem Boden der Produktionsanlage. Ich glaube, er hat ein wenig gekichert. Er fragte, warum haben Sie das gemacht? Er sagte, nun, wir hatten einfach so viele Probleme. Unsere Autos waren einfach schrecklich. Unsere Farbherstellung war schlecht. Unsere Elektronik war schlecht. Unsere mechanischen Systeme waren fehlerhaft. Es gab einfach so viele Probleme. Hier ist ein Mann, der über seine Autos spricht und jedem sagt, sie waren so schlecht. Und ich denke, Mann, du hast keinen Filter. Du und ich, wir sind Brüder. Ich werde ganz Papa. Du hast den Verstand, ich das gute Aussehen, wir sollten eine Firma gründen. Aber ernsthaft, ich höre ihm zu, wie er die Geschichte erzählt. Er sagte, unsere Produktion war einfach schrecklich. Es gab so viele Probleme, dass wir sie einfach nicht lösen konnten. Keiner verstand, keiner wusste, wie nah wir am Konkurs waren. Wir waren Tage vom Konkurs entfernt. Schließlich sagte ich, der einzige Weg, wie wir diese Probleme lösen werden, ist, wenn mein Team weiß, dass ich engagierter bin als sie. Also sagte er, also besorgte ich ein Feldbett, stellte es auf den Boden der Produktionsanlage und schlief dort 3,5 Jahre lang, weil ich meine Leute wissen lassen wollte, wie sehr ich der Sanierung dieses Unternehmens verpflichtet bin. Und ich weiß, dass sich das verrückt anhört und Sie müssen wahrscheinlich ein Geschäftsmann oder Leiter sein, um diese Reaktion zu haben. Aber ich weinte während der gesamten 15 bis 20 Minuten des Interviews, weil ich weiß, wie es ist, auf dem Boden zu schlafen. Ich weiß, wie es ist, ein Unternehmen zu gründen und kein Geld zu haben. Donnerstag nachts, Kathy weiß das, ging ich früher immer runter in unseren Laden und legte mich auf den Boden, manchmal mitten in der Nacht. Oft kam ich um 5 Uhr morgens. Wir öffneten um 7 Uhr. Und ich lag einfach nur da. Gott, du hast mich hierher gebracht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe 20 Mitarbeiter, die für mich arbeiten. Sie alle haben Familien. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist Winterzeit. Ich habe kein Geld. Ich erinnere mich daran, inmitten von all dem, Entschuldigung, Kathy hat mich geweckt. Jemand stiehlt unsere Autos. Ich rief den Sheriff an und sagte, hey, hier ist Chris Wellington, jemand hat gerade unsere beiden Autos gestohlen. Und er sagte, Herr Wellington, es tut mir leid, aber Ihre Autos wurden nicht gestohlen, sie wurden sichergestellt. Sie haben unsere Autos sichergestellt und raten Sie, wo sie untergestellt waren. Ja, in der Main Street, direkt neben meinem Laden. Ich saß dort 3 Tage lang, während wir versuchten herauszufinden, wie wir das Geld auftreiben konnten, um unsere Autos zurückzubekommen, damit wir unsere Kinder zur Schule bringen konnten. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie es ist, hier in der Hochphase von Covid zu sein. Sie können nichts richtig machen.
Und dann die Rassenunruhen. Und dann, was wir mit Benny durchgemacht haben. All das. Ich weiß, wie es ist, hierher zu kommen, wenn niemand sonst hier ist. Einfach nur auf dem Boden zu liegen und zu sagen, ich kann das nicht. Ich weiß, wie das ist. Er erzählt also seine Geschichte. Und der Kommentator hört zu. Ich kenne ihn nicht. Der Kommentator hat das offensichtlich nie erlebt, weil er lacht, als sei das Ganze ein Witz. Ich dachte, nein, nein, das ist ein verzweifelter Mann, der in einer verzweifelten Lage, der reichste Mann der Welt, fast wie ein Nebukadnezar, ein Handtuch nimmt. Und er sagte, es gibt nur einen Weg, diese Firma zu retten. Und zwar, wenn der Chef zum Diener wird. Und schlussendlich, im Verlauf von 3,5 Jahren, wurde seine Firma auf Vordermann gebracht. Und jetzt, ich weiß nicht, was er in dieser Woche ist, aber letzte Woche war er der reichste Mann der Welt. Er hat etwas angezapft, obwohl er Gott nicht kennt. Er hat das Handtuch angezapft. Und er hat einen Ort der Erhöhung gefunden. Nun, ich bete, dass er einen wahren Ort der Erhöhung findet. Ich bin sicher, das tun Sie auch. Aber er hat etwas Kraftvolles angezapft. Jesaja 54. Ich wollte mir gerade die Nase daran abwischen. Ich habe noch einen weiteren Gottesdienst. Ist alles gut. Ich habe Levi's. Danke, Babe. I got you, Babe. Ich glaube, dass wir uns in einer Zeitphase der Rechtfertigung befinden. Ich bin wirklich schlecht, was Zeit angeht. Es könnte also 1,5 Jahre her sein oder 9 Monate, irgendwann um diese Zeit. Ich habe diesen Mann gehört. Er hat davon gesprochen, was passiert ist, als er sein GPS auf eine Männerstimme umgestellt hat. Er fährt und die Stimme sagt, es ist irgendwo hier, find es einfach raus. Das bin ich, mit Sicherheit. Aber wir hatten ein Treffen unserer Bibelschule mit, ich weiß nicht, etwa 70 oder 80 von uns. Es war ein Treffen aller Mitarbeiter der Bibelschule. Es ging eigentlich um Geschäftliches. Dan hat damit angefangen, einige Teammitglieder Zeugnis geben zu lassen. Und jemand stand auf, um ein Zeugnis zu geben, und ein anderer brach in Tränen aus. Ein anderer fiel auf den Boden. Und ein anderer schrie, als würde ein Dämon ausfahren. Ich dachte, hoffentlich, das war nicht einer unserer Mitarbeiter. Und innerhalb von Minuten verwandelte sich das Ganze in eine Heilige Geist. Niemand hat versucht, das zu kreieren. Niemand hat das geleitet. Es gab keine Möglichkeit, Geschäftliches zu tun. Der Heilige Geist hatte übernommen. Und es wurde einfach nur lauter und lauter. Eine Person weinte, eine andere lachte. Leute beteten füreinander. Also legte ich mich einfach auf den Boden. Ich lag auf dem Boden und betete zum Herrn, nicht laut, in meinen Gedanken, Herr, ich bete für Rechtfertigung, all diese verrückten Dinge, Herr, ich bete für Rechtfertigung. Und ich wiederholte einfach, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, ich habe Jesaja 54 gebetet, aber für mich selbst. Und jemand kam rüber und legte mir die Hand auf den Rücken, eine Frau, ich weiß noch nicht, wer das war, und sie flüsterte mir ins Ohr, ich sehe das Wort Rechtfertigung über dir geschrieben. Sie wissen, wie ermutigend das ist, wenn Sie genau diese Sache gebetet haben. Ich sehe das Wort Rechtfertigung über dir und sie gab mir dieses Wort über Rechtfertigung und sie ging weg. Ein paar Minuten später kam ein Mann rüber. Er legte seine Hand auf meinen Rücken und sagte zu mir, der Herr wird dir Recht verschaffen. Ich sehe, wie der Herr dir Recht verschafft. Und ich dachte, Mann, das war kraftvoll. Ein paar Minuten später kam jemand und zitierte diesen Vers über Rechtfertigung und sagte, der Herr sagt, das ist dein Vers. Das ist die Zeitphase der Rechtfertigung. 1 oder 2 Monate später predigte Michael Maiden hier. Und er rief Kathy und mich auf und gab Kathy ein großartiges Wort. Dann drehte er sich zu mir und gab mir ein großartiges Wort. Und in der Mitte des Wortes sagte er, da ist diese Rechtfertigung. Der Herr wird dir Recht verschaffen. Und er gab mir dieses ganze Wort über Rechtfertigung, ohne zu ahnen, dass ich 2 Monate zuvor genau dafür gebetet und 3 Prophetien dazu bekommen hatte. Und dann bekam ich all diese Prophetien über Rechtfertigung. Und ich glaube, dass wir uns in einer Scharnierzeitphase befinden. Und dass der Herr Unterdrückung schließt und Rechtfertigung öffnet. Nicht nur für mich, für uns alle.
Jesaja 54, 17 aus der Neues Leben. Doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Alle diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung ausgehen. Römer 12, 14. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Freunden, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Hören Sie sich das an. Rächt euch nicht selbst, Geliebte. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Ich mag diesen Vers einfach. Er ist im Neuen Testament. Ich werde ihn noch einmal vorlesen, weil er so unbehaglich ist. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Aber ich fand das einfach cool, dass der Herr sagt, wenn du dich nicht für dich selbst einsetzt, werde ich mich für dich einsetzen. Wenn du das Handtuch nimmst statt das Schwert, öffnest du mir die Tür, um dir Recht zu verschaffen. Ich möchte mit der Geschichte von Esther schließen. Sie haben diesen Film vermutlich gesehen? Eine Nacht mit dem König? Nicht super genau, aber wie auch immer, ein sehr guter Film. Die Kurzfassung ist, dass Mordecai, der eigentlich Esthers Cousin ist, aber ich nenne ihn Onkel Mordecai, Esther ist diese wunderschöne Frau, Mordecais Cousin, und der König lässt sich von seiner Frau scheiden. Und die Kurzfassung ist, dass Esther einen vermeintlichen Schönheitswettbewerb gewinnt und am Ende Königin wird. Es ist also irgendwie diese bizarre, aber wunderschöne Geschichte. Und Mordecai ist wie ihr verrückter Onkel. Er hat sie irgendwie aufgezogen und so hält er sich immer in der Nähe des Palastes auf und hat eine starke Leiterschaftsgabe auf sich. Er hat sich Gott ganz und gar verschrieben. In der Zwischenzeit gibt es einen Mann namens Haman, der ein Diener des Königs ist. Haman klettert die Karriereleiter hinauf und wird zu Nummer 2 gleich nach dem König. Seine Beförderung wird mit einer riesigen Party gefeiert. Dazu werden all diese Diener eingeladen und auch Mordecai ist im Raum. Und jeder wirft sich vor Haman nieder, aber Mordecai weigert sich. Und Haman ist ziemlich sauer. Er ist irgendwie besessen davon, dass Leute sich vor ihm niederwerfen. Und so fragt Haman herum, warum hat sich dieser Kerl nicht vor mir niedergeworfen? Was ist los? Jedes Mal, wenn er in meiner Gegenwart ist, wirft er sich nie vor mir nieder. Und sie recherchieren ein bisschen und finden heraus, dass Mordecai sich nicht niederwirft, weil er ein Jude ist, der sich Gott verschrieben hat und sich niemals vor einem Menschen niederwerfen würde. Also sagt der Haman, okay, ich weiß, wie ich mich darum kümmern muss. Wir werden einfach alle töten, die das glauben. Das hört sich nach politischer Korrektheit an. Wie auch immer, wir werden einfach alle Menschen töten, die anderer Meinung sind. Also geht er zum König und sagt, hey, es gibt eine Gruppe von Leuten, die Könige nicht ehren. Sie haben tatsächlich einen anderen König und sie wollen uns in keiner Weise ehren. Und der König sagt, okay. Und Haman überzeugt den König, ein Dekret zu unterzeichnen, um alle Juden zu töten, ohne zu wissen, dass seine Königin Jüdin ist. Strategischer Fehler. Im nächsten Kapitel, Kapitel 4, erfährt Mordecai von dem Dekret. Und das Erste, was er tut, ist, sich in Sack und Asche zu kleiden und vor den Höfen des Königs auf und ab zu gehen, in Sack und Asche gekleidet. Und er leistet laut Fürbitte und macht einen Riesenkrach. Esther schaut aus dem Fenster und sieht Mordecai, der nicht gerade königlich aussieht. Und sie sendet ihm königliche Kleider und sagt, hey, zieh die an, beruhige dich. Und Mordecai sagt zu Esther, Mordecai says to Esther,
Und Mordekai ließ der Esther antworten: Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Da ließ Esther dem Mordekai antworten: Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Tag und Nacht. Und ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Ich möchte auf etwas hinweisen, das mitten in der Geschichte passiert. Der König hat verfügt, dass die Juden sterben sollen. Und Mordekai macht diesen fantastischen, unglaublichen, strategischen Zug. Indem er das Handtuch nimmt. Er streut Asche auf seinen Kopf. Er kleidet sich in Sackgewand. Er zieht seine königliche Kleidung aus und macht sich selbst klein. Er ist zu einem Scharnier geworden. Er ist zu einem Katalysator geworden, der das Problem aus dem Weg räumt. Er weigert sich, sich selbst zu verteidigen. Stattdessen macht er sich klein und beginnt zu weinen, zu klagen und sich selbst zu demütigen. Esther sagt: Hey, 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 du bringst mich in Verlegenheit. Sie sendet ihm königliche Kleidung und er sagt: Falsche Zeitphase, Mädchen. Du machst dich besser auch klein, weil du nicht verschont werden wirst. Und plötzlich wird Esther bewusst, dass sie in großen Schwierigkeiten stecken. Und in Kapitel 5 setzt Esther die erste Phase des Plans um. Sie lädt den König und Haman zu einem Bankett ein, wobei Haman sich nicht bewusst ist, dass sie im Begriff ist, ihn zu verspeisen. Und er freut sich sehr darauf. Esther 5, ab Vers 12. Und Haman sagte: Zudem hat die Königin Esther neben dem König niemanden zu dem Mahl kommen lassen, das sie bereitet hatte, als nur mich. Alles das aber genügt mir nicht. Und seine Frau und all seine Freunde sagen: Hey, du solltest einen Galgen bauen. Und dann kannst du Mordekai an dem Galgen aufhängen. Und dann wirst du dich wohl in deiner Haut fühlen. Also baut er den Galgen, bevor er zum Bankett geht. Und in der Nacht vor dem Bankett, Kapitel 6, kann der König nicht schlafen. Er grübelt und ist einfach rastlos. Und er ruft einige seiner Diener und fragt: Hey, erinnert ihr euch an den Mann, der mir vor einer Weile das Leben gerettet hat? Wie war noch gleich sein Name? Sie sagen: Mordekai. Ja, genau der. Haben wir irgendetwas getan, um ihm zu danken? Sie sagen: Nein, nicht mal eine Dankeskarte. Er macht: Er ruft Haman herbei. Hey, was sollte der König für jemanden tun, den er wirklich, wirklich, wirklich ehren möchte? Und natürlich denkt Haman, dass er gemeint ist, weil er so arrogant ist. Und er sagt: Oh, was er tun sollte? Oh, ich weiß. Er sollte ihm das Gewand des Königs umlegen, er sollte ihm die Krone des Königs aufsetzen, er sollte ihn auf den königlichen Esel setzen und ihn durch die Stadt marschieren und ausrufen lassen. Das tut der König für Menschen, die er ehren möchte. Und der König sagt: Fantastisch, geh und mach das für Mordekai. Und Haman hat wortwörtlich Mordekai auf einem Esel, gekleidet in königliche Gewänder, mit einer Krone auf dem Kopf, können Sie sich das vorstellen? Der Mann, den er hasst, auf einem Esel durch die Stadt marschierend unter den Rufen: Das tut der König für Menschen, die er ehren möchte! Das tut der König für Menschen, die er ehren möchte! Er kommt nach Hause und erzählt seinen Freunden, was gerade passiert ist. Und seine Freunde sagen: Oh, sind das Juden? Und er sagt: Ja. Seine Freunde sagen: Oh, du bist tot. Gott beschützt Juden. Sorry, du hast uns nicht gesagt, um welche ethnische Gruppe es sich handelt. Gott beschützt Juden, du bist tot. Und Haman geht von dort zum Bankett. Sie setzen sich hin und der König sagt: Hey, okay, wir sind hier. Guter Wein. Essen sieht großartig aus. Warum sind wir hier? Und sie sagt: Nun, du hast gerade ein Dekret unterzeichnet, dass alle Juden getötet werden sollen. Er sagt: Ja. Sie sagt:
Ich bin eine von ihnen. Ich bin eine Jüdin. Und es war dein böser Haman, der dich dazu überredet hat. Und jetzt weiß Haman, was vor sich geht. Er ist zum Grillen eingeladen worden und sie werden ihn verspeisen. Und natürlich verhaftet der König Haman. Und er wird an dem Galgen aufgehängt, den er für Mordekai gebaut hat. Das ist eine verrückte Geschichte aus dem Alten Testament. Aber ich glaube, dass wir uns in einer Zeitphase der Rechtfertigung befinden. Und ich denke, dass Sie in den nächsten anderthalb Jahren sehen werden, wie Menschen, die gegen uns waren, plötzlich für uns sind. Sie werden sehen, wie Leute, die gegen uns gesprochen haben, kommen und um Vergebung bitten. Ich denke nicht, dass das nur gemeinschaftlich sein wird. Ich denke, es ist auch persönlich. Und Sie werden in Ihrem persönlichen Leben Familienmitglieder sehen, Menschen, die einfach all diese Dinge, ich sehe es in diesem Moment, ich will vorsichtig sein. Ich sehe, dass der Herr etwas Kraftvolles tut. Ich möchte Ihnen diese letzte Sache vorlesen und dann sind wir fertig. Ich wäre vorsichtig, wenn ein Mann sich demütigt und Sie sein Feind sind, weil er sich auf dem Kurs zur Möglichkeit befindet. Er mag wie ein kleiner Vogel aussehen, aber er hat einen großen Gott hinter sich. Sie werden es vielleicht nicht einmal kommen sehen, wenn Sie keine Augen der Demut haben. Es ist eine Scharnierzeitphase, in der sich eine Tür schließt und eine andere öffnet. Demut schließt die Tür der Unterdrückung, aber öffnet die Tür der Möglichkeit. Ich wäre vorsichtig damit, jemanden anzugreifen, der sich der Demut beugt, statt sich selbst zu verteidigen. Er mag nicht wie ein Adler, nicht wie eine Eule aussehen. Er mag in ein kleines Spatz-Outfit gekleidet sein und aussehen, als könnte er nirgendwo hin. Aber ich will Ihnen sagen, dass sein Auge auf den Spatzen gerichtet ist und dass dieser Spatz nicht ohne seine intensive Besorgnis aus dem Netz fällt. Wenn Sie der Feind eines Mannes sind und sehen, wie er nach einem Handtuch statt nach einem Schwert greift, sollten Sie besser vorsichtig sein, weil er gerade den Schutz der Engelsheere angeworben hat. Petrus musste Christus dreimal verleugnen, bevor er erkannte, dass Handtücher mächtiger sind als Schwerter. Wenn Sie einen Galgen für Mordekai bauen und ihn in Sack und Asche sehen, dann überdenken Sie lieber Ihr Vorhaben, weil Sie im Begriff stehen, geästert zu werden. Dieser letzte Ausdruck gefällt mir. Geästert. Würden Sie bitte aufstehen? Ich möchte für Sie beten. Wie viele von Ihnen brauchen Rechtfertigung? Ich meine, Sie brauchen sie. Sie wollen sie nicht nur, Sie brauchen sie. Das ist großartig. Gibt es jemanden, der sie nicht braucht, weil es so aussieht, als hätten alle ihre Hand gehoben? Okay. Ich möchte gerade jetzt für uns beten, weil ich den Eindruck habe, dass das keine Lehre ist, offensichtlich. Meiner Meinung nach ist das eine komplette prophetische Sache, durch die wir gehen. Gib mir deine Asche, Scharniere, das Öffnen der Tür der Möglichkeit und Gottes Rechtfertigung. Diese Zeitphase im Leben. Deswegen möchte ich für Sie beten. Herr, ich danke dir. Und ich bete Gott, dass wir ein Volk sein werden, das das Handtuch entdeckt. Ich bete, dass wir ein Volk sein werden, das das Handtuch entdeckt. Ich bete für jeden von uns, der sich verteidigen möchte, dass wir das Handtuch entdecken, uns knien und beten, dass unsere Brüder und Schwestern einen Ort der Versöhnung finden. Herr, ich bete für die finanziellen Nöte, die geschehen sind. Ich bete für die Gerichtsverfahren, die auf unredliche Weise gegen Menschen geführt wurden. Herr, ich bete für die Dinge, die in der Kultur geschehen. Die Abtreibung und alles, was gerade vor sich geht. Herr, ich danke dir, dass selbst das Dekret, das der oberste Gerichtshof erlassen hat, eine Scharnierzeit ist, in der du die Tür zur Unterdrückung schließt und die Tür zur Gelegenheit öffnest. Herr, ich bete für unsere Brüder und Schwestern, ich bete für unsere Politiker, ich bete für unsere Regierungsvertreter, ich bete für unsere Lehrer. Herr, ich bete einfach, dass jeder in diese Zeitphase des ganz nach unten zur Spitze Gehens eintritt. In Jesu Namen.